Meine Freunde, wir wollen heute Abend sprechen über das Thema, wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen? Lassen Sie mich dazu ein Wort aus dem Römerbrief lesen. Das ist nicht ganz leicht zu verstehen. Aus dem Neuen Testament. Es ist unter uns allen kein Unterschied. Wir ermangeln des Ruhms, den wir vor Gott haben sollten und werden ohne unser Verdienst gerecht vor Gott aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christus Jesus geschehen ist. Wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen? Also, meine Freunde, neulich hatte ich in einer westdeutschen Stadt einen ähnlichen Vortrag und da kommt vorher ein junger Mann zu mir und sagt, Sie sind ja verrückt. Das interessiert doch gar keinen Menschen, diese Frage. Habe ich recht? Wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen? Da sagt er, fauchte mich richtig an, könnt ihr Pfarrer denn nicht mal Fragen besprechen, die einen modernen Menschen interessieren? Ich sage zum Beispiel, Fragen der modernen Gesellschaft oder über die Probleme der Geschlechter untereinander oder Wirtschaftsfragen, das interessiert. Aber wie kann ich vom lebendigen Gott bestehen, wenn interessiert denn sowas? Da habe ich ihm gesagt, weißt du, wie du mir vorkommst? Ja, sagt er, wie denn? Ich sage, das will ich an einem Beispiel deutlich machen. Stell dir vor, da fährt ein großer Dampfer über den Ozean und prallt auf einen Eisberg und kriegt einen Leck. Er sinkt sehr schnell, die Passagiere haben es noch gar nicht gemerkt. Und nun rennt der Obersteward durch die Gänge, los in die Rettungsboote, rette sich wer kann. Da kommt er an der Küche vorbei, da ist ein Koch und brät Hähnchen. In die Rettungsboote, schreit der Obersteward. Ach, sagt der Koch, Rettungsboote interessiert mich nicht, das ist gar nicht meine Sparte. Mich interessieren Hähnchen. Und da ging er mit seinem Hähnchen unter, ja? Und der Obersteward rennt weiter und da kommt er am Spielsalon vorbei, da sitzt ein paar und spielen um hohe Einsätze. Los, brüllt der Obersteward, wir sinken in die Rettungsboote. Rettungsboote. Das interessiert uns doch nicht. Mensch, ich habe gute Karten, das interessiert mich. Da gingen sie mit ihren Einsätzen und guten Karten unter. Kommt er vorbei an einem, der sitzt da im Salon und grübelt. Der Steward sagt, los, mach, dass du in Rettungsboot kommst. Rettungsboot sagt, das interessiert mich doch nicht. Mensch, mein Pass ist nicht in Ordnung. Mich interessiert, wie ich nachher an Land kommen soll. Da ging er mit seinem falschen Pass unter. Ich sagte dem jungen Mann, so kommst du mir vor. Du weißt gar nicht, was die Wirklichkeit ist. Und ich erkläre Ihnen jetzt, ich persönlich halte das für die wichtigste Frage der Welt, wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen? Aber da muss man, das ist erst, was ich sagen will, begreifen, das ist das Erste, dass Gott wirklich da ist. Sehen Sie, ich war 30 Jahre Jugendpfarrer im Ruhrgebiet. Da hat man ein großes Clubhaus mit allem, was dazugehört. Und da hatte ich so 300 freiwillige Mitarbeiter, so ihres Fach. Die waren Sonntagmorgens im frühen Gottesdienst und dann gingen sie in die Häuser, da machten wir 2000 bis 3000 Besuche bei jungen Burschen und luden die ein. Und ehe meine Mitarbeiter zu diesem schweren Dienst loszogen, ne, da flogen sie raus und da wurden sie ausgelacht. Eine wurde gefragt, was gibt euch der Pfaffe dafür, dass ihr die Besuche macht, ihr nicht? Und so. Die Leute glaubten nicht, dass das um Jesu willen tun. Und da hatten wir eine Gebetsgemeinschaft. Und da knieten die 300 Mann nieder und wer wollte, betete.
Und da kam mal ein Ausländer zu Besuch und machte diese Gebetsstunde mit. Und am nächsten Tag kam er zu mir, war ein Holländer, und sagte, ich muss noch mal mit Ihnen reden. Ich sagte, worüber? Da sagte er, ich habe gemeint, ich wäre ein Christ, ich bin keiner. Ich sagte, warum sind Sie keiner? Da sagte er, so wie diese jungen Leute kann ich nicht beten. Und dann sagt er einen Satz, war mir furchtbar interessant, die haben ja gebetet, als wenn da einer wäre, mit dem sie reden. Pastor Busch, ist denn da einer? Ja, sage ich, da ist einer, der meine Stimme hört, der mich kennt, der mich geschaffen hat und vor dem ich mal stehen werde, der lebendige Gott. Sehen Sie, wir Pfarrer haben es eigentlich schrecklich schwer, dass wir uns verständlich machen können. Da habe ich einen, der sagt, ich glaube auch an Gott, aber mein Gott ist in Natur. Ein Mensch. Das ist genau, als wenn du sagst, das wäre ein Tischler. Das ist kein Tischler, das hat ein Tischler gemacht. Nicht? Die Natur ist ein Werk Gottes, aber nicht Gott. Kommt der Zweite und sagt, mein Gott ist mein Nächster. Der Nächste ist Gott. Sag, Mensch, der Nächste ist der Nächste und Gott ist Gott. Kommst du nächstes an und sag, meine Großmutter ist Gott, nicht? Der Dritte sagt, die Menschheit ist für mich Gott. Der Vierte sagt, mein Volk ist mein Gott. Lieben Leute, das ist alles Schöpfung Gottes, aber nicht Gott selber. Das ist Gott geschaffen, der steht drüber. Der ist da. Und sehen Sie, das muss man erst mal kapieren. Dass Gott nicht bloß ein Problem ist, ein Diskussionsgegenstand, sondern dass er da ist. Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen aus der Bibel. Da waren zwei Brüder, die fielen sich auf den Wecker, wie man bei uns sagt, nicht? Das gibt's, dass Geschwister sich nicht riechen können. Und eines Kain und Abel hießen die beiden. Eines Tages der Kain mit der Hacke auf dem Felde. Da sieht er den Abel kommen. Da denkt er, dieser samt der Heinrich, ich kann nicht sehen, der Bruder. Hoffentlich kommt er nicht hierher. Und der Abel kommt auf ihn zu und spricht seinen Bruder an. Und da sieht er plötzlich rot, der Kain, und nimmt seine Hacke, er weiß gar nicht, was er tut, und haut den Abel mit der Hacke ins Gesicht. Und erst wie der Bruder tot vor ihm liegt, da wird ihm auf, was habe ich gemacht. Er schaut sich um. Kein Mensch da. Und da gräbt er rasch eine flache Grube, rollt die Leiche hinein und deckt ihn zu und geht davon. Kein Mensch da. Er weiß das allein. Und dann, so erzählt die Bibel, auf einmal hört er rufen. Kein! Ist doch keiner da, wer ruft denn? Kein! Dann läuft dem kalt über den Rücken. Da ist einer, der sich mir in den Weg stellt, der lebendige Gott. Kain, wo ist dein Bruder Abel? Der Kain denkt, er kann doch Gott wegwischen. Das denkt ja manch einer, nicht wahr? Und sagt, ich bin doch nicht Kindermädchen für meinen Bruder. Und da sagt ihm Gott, das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Auf einmal geht dem Kain auf, Gott ist wirklich da. Meine Freunde, ich weiß nicht, ob Sie alle schon mit dem lebendigen Gott rechnen. Ich möchte Ihnen sagen, solange Sie ohne Gott in der Welt leben, leben Sie an der Wirklichkeit vorbei. Da haben Sie Scheuklappen. Gott lebt und darum ist Allerwichtigste, dass ich mit ihm in Ordnung komme. Jetzt das Zweite. Also, wenn ich das Thema verstehen will, muss ich erstens wissen, dass Gott wirklich lebt. Zweitens muss ich begreifen, dass ich mit ihm nicht in Ordnung bin. Wissen Sie das?
Ich vergesse nicht, wie ich mal einen Mann besuchte im Krankenhaus. Da sage ich, machen Sie Frieden mit Gott. Da sagt er, ich habe nichts gegen ihn. Und da habe ich gelacht und gesagt, sondern das Problem ist, dass Gott gegen Sie einiges hat. Wie könnte ich Ihnen das deutlich machen? Ich habe heute Mittag lang überlegt, wie kann ich Ihnen und da habe ich gedacht, ich erzähle Ihnen ein Erlebnis aus meinem Leben. Sehen Sie, wie ich noch jung und schön war, junger Pfarrer in Essen. Da hatten wir in Essen vor, ja, es ist beinahe 40 Jahre her, im Ruhrgebiet eine große Freidenkerbewegung, eine atheistische Bewegung. Und da war nämlich ein junger Mann, er nimmt mir nicht übel, wenn ich seinen Namen nenne, Fritz Koch ist der. Der war der eifrigste, feurigste Kämpfer für die Lehre, es gibt keinen Gott. Ich sehe ihn noch vor mir, nicht? Er ist im Kriege umgekommen, in Bomben. So schwarze Haare, wie so Locke, wie ich es mir wünschen würde, ins Gesicht rein und so, nicht? Auf nichts ist, da kann man nichts machen, ja. Und er hatte sich viel gelernt, selber angelernt. Und wie ich nun, also kurz nachdem ich nach Essen gekommen war, war eine große Versammlung im Nordpark, es war ein riesiger Saal, und da sprachen die Leute davon, wie Fritze Koch in 2 Stunden lang die Leute gefesselt hat, und hat ihnen nachgewiesen, wissenschaftlich und alles, es gibt keinen Gott, da ist keiner, mit dem ich reden kann. Also Einbildung. Und Sie können sich mein Schrecken fast vorstellen. Wie eines Tages in meinem Studierzimmer Fritz Koch vor mir sitzt. Wir waren beide damals junge Männer. Mensch, sind da Fritz Koch? Der berühmte Fritz Koch? Ja. Und Sie kommen zum Pastor. Womit kann ich Ihnen dienen? Da sagt Fritz Koch, Pastor Busch, ich möchte Frieden mit Gott. Mich hat es beinahe vom Stuhl gehauen. Sag ich, Fritz Koch, es gibt doch keinen Gott. Das haben Sie noch 2-stündige Rede am letzten Sonntag im Nordparksaal bewiesen. Da sagt Fritz Koch, ich wiederhole es wörtlich, wie er mir sagte, gegen meine Vernunft hat der lebendige Gott sich mir bewiesen. Ich bin auf ihn geprallt. Und dann erzählt er so ein paar Dinge, nicht wahr? Seine Ehe plötzlich verkracht war, er wusste nicht wie, ein Kind ist ihm gestorben, im Herzen, innerhalb 3 Tagen alles. Da sagt er, das sind Kleinigkeiten, das sind Zeichen. Ich weiß, er ist da und ist gegen mich, ich muss kapitulieren, ich kapituliere. Oh, sag ich, das ist aber eine Sache, Fritz Koch. Gott ist ja da, in der Bibel steht, von allen Seiten umgibst du mich. Da wollen wir ihm das sagen, dass sie jetzt zu ihm zurückkehren wollen. Wollen wir das ihm sagen, das nennt man beten. Da sagt Fritz Koch, ja, das kann ich doch nicht. Zwischen ihm und mir steht doch wirklich meine Schuld. Ich habe so viel tausend Menschen verführt zum Unglauben. Das muss ich erst in Ordnung bringen. Das ist doch Schuld. Ja, sag ich, zwischen Gott und uns steht Schuld. Sag Fritz Koch, pass auf, da setzen Sie jetzt in alle Zeitungen, ins Rat, ich, Fritz Koch, nehme alles zurück, was ich am Sonntag gesagt habe. Es ist nicht wahr, Gott lebt. Da sagt der Pastor Busch, wenn nur einer das nicht liest, wenn nur einer das nicht liest, dann bin ich an dem schuldig. Da sage ich dann, verteilen Sie Handzettel in Essen. Ich, Fritz Koch, erkläre, ich habe mich geirrt, Gott lebt. Er hat sich gegen meine Vernunft mir bewiesen. Da sagt er, es könnte sein, dass einer das nicht hört. Dann bin ich schuldig, wenn der in die Hölle kommt. Ja, sage ich, Fritz Koch, dann weiß ich auch nicht. Dann können Sie es nicht mehr gut machen. Und dabei sehe ich nicht,